In der Ukraine ist heute ein neues Parlament gewählt worden. Dabei trat das an Russland orientierte Regierungsbündnis gegen sozialdemokratische und liberale Oppositionsparteien sowie gegen die Kommunisten an. Wahlbeobachter meldeten Unregelmäßigkeiten zugunsten der Regierungsparteien. Die Wahlbeteiligung war bis zum Nachmittag deutlich geringer als bei der vorigen Wahl. Kiew strahlte. Bei sommerlichen Temperaturen waren heute in der Ukraine insgesamt 37 Millionen Wähler aufgerufen, über ein neues Parlament, die sogenannte Rada, abzustimmen. 33 Parteiblöcke und 7.024 Kandidaten kämpfen um die 450 Parlamentssitze. Hoher Favorit ist der ehemalige Premier Viktor Juschenko, der den bürgerlich-konservativen Parteienblock Unsere Ukraine anführt. Juschenko könnte damit erstmalig die bisher führenden Kommunisten auf Platz 2 im Parlament verweisen. Obwohl es keine Präsidentschafts-, sondern Parlamentswahlen sind, geht es heute auch um sein politisches Schicksal, um das des Staatspräsidenten Kutschma. Denn wenn sich im neuen Parlament gegen ihn eine Mehrheit bildete, könnte sie das Verfahren der Amtsenthebung, ein Impeachment also, gegen ihn einleiten. Der immer noch nicht aufgeklärte Mord an einem bekannten Journalisten gebe dafür einen trefflichen Grund ab. Vor einer Stunde haben hier die Wahllokale geschlossen. Erste Untersuchungen, in etwa vergleichbar mit unserer Prognose, zeichnen folgendes Bild. Der bürgerliche Block um Juschenko liegt vorn mit 25%, gefolgt von den Kommunisten, die auf 20% kommen. Die präsidentennahen Parteien erringen lediglich etwa 10%. Die staatliche Wahlkommission hat Unregelmäßigkeiten bestätigt, etwa den Diebstahl oder die Beschädigung von Wahlurnen. Diese seien jedoch bedeutungslos für den Ausgang der Wahlen. Deren Ergebnisse liegen morgen früh vor. Fehlverhalten und mangelnde Ausbildung sollen zu dem Explosionsunglück bei der Friedenstruppe in Kabul geführt haben. Dies geht nach Informationen der Bild am Sonntag aus einem vorläufigen Untersuchungsbericht hervor. Keiner der 5 getöteten deutschen und dänischen Soldaten sei dafür ausgebildet gewesen, die alte russische Rakete zu zerlegen. Das Verteidigungsministerium teilte mit, die Untersuchungen seien noch nicht abgeschlossen. Die Friedensbewegung hat ihre Ostermarschaktionen gegen Krieg und Terror fortgesetzt. Nahe der brandenburgischen Stadt Wittstock demonstrierten mehrere tausend Menschen gegen einen geplanten Bombenabwurfplatz der Bundeswehr. Unter den Rednern der Veranstaltung der Parteivorsitzende der Bündnis 90 Die Grünen, Fritz Kuhn. Die Bürgerinitiative fordert eine friedliche Nutzung des Geländes und das Errichten militärfreier Zonen. Um den Übungsplatz der ehemaligen Sowjetarmee wird seit Jahren juristisch gerungen. In der Schweiz ist heute die erste Maschine der neuen Fluggesellschaft Swiss gestartet. Vor 5 Monaten war die einzige internationale Schweizer Fluggesellschaft Swiss Air nach Zahlungsschwierigkeiten zusammengebrochen. Die Swiss ist aus einer Tochtergesellschaft der Swiss Air hervorgegangen. 1000 ehemalige Swiss Air-Mitarbeiter sind noch ohne Arbeitsvertrag. Der Chef der Swiss, Dosé, checkte selbst für den Jungfernflug des Unternehmens von Basel nach Zürich ein. Die neue Airline fliegt 126 Ziele in 59 Staaten an. In Spanien sind bei einem Zugunglück gestern Abend 2 Menschen getötet worden. 142 Fahrgäste wurden verletzt. Ein Schnellzug und ein Regionalexpress waren im Bahnhof von Torredembarra seitlich ineinander gefahren. Mehrere Waggons sprangen aus den Schienen. Wrackteile wurden gegen die Häuser entlang der Bahnstrecke geschleudert. Nach Angaben der Behörden hat einer der Züge aus bislang ungeklärter Ursache das Gleis gewechselt. In den beiden vollbesetzten Zügen waren etwa 650 Reisende unterwegs.